Moin ihr Zuckerschnecken! Heute quatschen wir über einen möglichen Transfer von Jeremy Toljan zum VfL Wolfsburg. Viel Spaß! Der VfL Wolfsburg soll an einer Verpflichtung von Jeremy Toljan interessiert sein. Demnach soll man den U21-Europameister von 2017 als Nachfolger für Kevin Mbabu auserkoren haben, der beim VfL mehr oder weniger außen vor ist. Denn der Schweizer Nationalspieler hat letzte Saison schon immer weniger Einsatzzeit bekommen und soll diesen Sommer definitiv verkauft werden. Zwar hat man mit Kilian Fischer schon einen Rechtsverteidiger verpflichtet, aber Toljan könnte dem VfL gerade in der Breite wirklich gut tun. Denn Toljan hat zum einen eine Menge Erfahrung, sowohl in der Bundesliga als auch in der Serie A, und kann sowohl in einer Vierer- als auch in einer Dreierkette spielen. Und dadurch, dass Riedle Baku variabel einsetzbar ist, hätte man einen guten Konkurrenzkampf. Denn Baku kann anstatt auf der Rechtsverteidigerposition auch definitiv weiter vorne spielen, ob als rechter Flügel oder im rechten Mittelfeld oder auch als zentraler Mittelfeldspieler. Der Mann ist einfach eine Allzweckwaffe. Da man mit Toljan keine 1A-Lösung für die Rechtsverteidigerposition holen würde, würde man das Potenzial von Fischer nicht verbrennen und Niko Kovac hätte mehr Alternativen und mehr Freiheiten, was die Taktik angeht. Sprich, je nachdem, ob er eine Dreierkette oder Viererkette spielen will, er muss sich ja nicht auf ein System festlegen, hätte er somit genug Alternativen. Sassuolo verlangten etwa 5 Millionen Euro für Toljan. Der VfL will aktuell etwas weniger zahlen. Und ob man sich am Ende einigen kann, das werden wir sehen. Aber man hätte quasi einen 1:1 Ersatz für Mbabu und man würde wahrscheinlich sogar noch 1 bis 2 Millionen Überschuss haben, wenn man Mbabu verkauft, die man dann für andere Mannschaftsteile übrig hätte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bereits verhandelt wird oder wurde, denn bei Sassuolo spricht man schon von einem möglichen Nachfolger, denn Sassuolo wird aktuell Interesse an Pasquale Mazzocchi von Salernitana nachgesagt. Im Endeffekt muss man aber sagen, sprechen wir hier nicht von dem Riesengerücht und dem nächsten Topstar und so, nein. Aber über einen möglichen Transfer, der nicht unwichtig ist, denn jeder Club auf diesem Planeten braucht Rollenspieler. Man braucht eine gewisse Breite und man braucht eine gewisse Struktur im Kader. Und deshalb glaube ich, dass dieser Transfer echt gut funktionieren könnte. Aber was meint ihr? Würdet ihr einen Transfer von Jeremy Toljan zum VfL Wolfsburg gut finden oder eher nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.